Guten Morgen, liebe Hanse-Interessierte. Mein Name ist Rolf Hammel-Kiesow. Ich arbeite im Archiv der Hansestadt Lübeck an der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraumes. Ich lehre außerdem seit 1994 an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel mittelalterliche und neuere Geschichte. Bin seit 2008 Honorarprofessor dort und außerdem seit dem Jahr 2010 Vorsitzender des Hansischen Geschichtsvereins, derjenige Institution, die sich wissenschaftlich mit der Geschichte der Hanse befasst, und zwar bereits seit dem Jahr 1871. Hanse bedeutet eine Schar von Menschen, die unterwegs sind. Das kann man sehr schön sehen an der althochdeutschen Bibelübersetzung, wo der Begriff Hanse für die Jünger Jesu angewandt wird. Im 11., 12. Jahrhundert verändert sich der Begriff dann dahingehend, dass er immer mehr eingeengt wird auf eine Gruppe von Kaufleuten, die unterwegs sind, ins Ausland und im Ausland Handel treiben. Sodass wir also sagen können, eine Hanse ist eine Gruppe von Kaufleuten, die in der Regel im Ausland Handel treibt.